Dieses Samsung Galaxy A52 lässt sich nicht mehr aufladen. Sobald ich das Ladekabel mit dem Gerät verbinde, erscheint eine Warnmeldung mit einem Wassertropfen. Die Meldung deutet darauf hin, dass die Ladebuchse Kontakt mit Feuchtigkeit hatte. Man kann versuchen, diese von außen zu reinigen, in diesem Fall war das jedoch nicht erfolgreich. Damit ich die Ladeplatine tauschen kann, muss das Backcover des Geräts entfernt werden. Dazu gebe ich Isopropanol auf die Rückseite und gebe dann langsam Druck auf die Rückseite. Die Rückseite löst sich dann und lässt sich einfach abziehen. Nachdem das Backcover entfernt ist, löse ich im oberen Bereich ein paar Schrauben und entferne die Abdeckung. Diese enthält auch den oberen Lautsprecher. Unter der Abdeckung stecke ich dann das Kabel zum Akku aus und dann müssen wir im unteren Bereich des Geräts gehen. Da löse ich wieder ein paar Schrauben, entferne die Abdeckung. Oh, und da habe ich noch eine Schraube übersehen, die ist noch nicht ganz heraus. Aber jetzt kann ich es rausklipsen. Auf der Ladeplatine angekommen, sehen wir im unteren Bereich die Ladebuchse und dann stecke ich noch das Kabel zum Fingerabdrucksensor und die zwei Kabel, die zum Mainboard gehen, aus. Eine Schraube muss noch gelöst werden und dann hebele ich die Platine mit dem Klinkenanschluss raus. Zur Sicherheit kontrolliere ich die Platine nochmal, ob ich Wasserspuren entdecken kann, aber im Inneren ist kein Wasser eingedrungen, sondern lediglich in die Buchse selbst. Dann nehme ich die Kabel zur Seite und setze die neue Buchse wieder an. Bisschen festdrücken und der Rest zieht sich dann beim Anziehen der Schraube fest. Das Kabel des Fingerabdrucksensors und die zwei anderen Kabel werden wieder angesteckt. Dann darf ich die Antennenkabel für den WLAN-Empfang nicht vergessen. Die schwarze Abdeckung wird dann wieder eingeklipst und verschraubt. Danach kann der Akkuanschluss draufgegeben werden und auch die obere Abdeckung wird festgezogen. Damit kein Staubkörnchen die Bildqualität von den Kameras verschlechtert, reinigen wir diesen noch kurz und dann setzen wir das Backcover wieder an. Und unser Ausrufezeichen mit Wassersymbol ist verschwunden.